Rund 220 Gäste aus 25 Nationen trafen sich zum zweiten nationalen Gebetsfrühstück im österreichischen Parlament in Wien. Unter anderem waren Vertreter aus 3 Religionen und 10 christlichen Konfessionen, wie beispielsweise Kardinal Schönborn und der stellvertretende Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, Thomas Schirmacher, zu Gast. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass Christen das im Gespräch miteinander sich gegenseitig deutlich machen, wie abhängig wir von Gott sind. Nicht, weil wir denken, auf jede Frage eine göttliche Antwort zu haben, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass unsere ganze grundsätzliche Integrität, unser ganzes Hingegebensein an das Wohl der Gesellschaft eben tatsächlich an unserer Beziehung zu Gott hängt. Neben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Abgeordneten Gudrun Kugler, die die Veranstaltung moderierte, beteiligten sich Politiker aus 5 verschiedenen Fraktionen. Die Tradition der Gebetsfrühstücke stammt ursprünglich aus den USA und wird neben Washington auch in Berlin, Brüssel, Kiew und Jerusalem veranstaltet. Ein junger Israeli war wegen seiner Kippa im April in Berlin angegriffen worden. Das Jüdische Museum Berlin will die Kopfbedeckung nun ausstellen. Wie die Einrichtung mitteilte, soll sie ab dem 31. Mai unter dem Titel »Die Kippa des Anstoßes« zu sehen sein. Auch die Hintergründe der Tat sollen beleuchtet werden. Der junge Mann, der die Tat gefilmt hat, war auf offener Straße von einem 19-jährigen Syrer mit einem Gürtel attackiert worden. Auf dem Video ist zu hören, dass der Angreifer den Israeli und seinen Begleiter als Yahudi, arabisch für Jude, bezeichnet. Er muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Jugendschöffengericht Tiergarten verantworten. Jesus ist das Zentrum des christlichen Lebens, weil wir durch die Liebe auf das antworten, was er für uns getan hat. Das sagte Brian Chappell, Pastor der Grace Presbyterian Church in Illinois, USA, auf der E21-Konferenz vor rund 800 Besuchern vergangene Woche in Hamburg. Veranstalter war das gleichnamige Netzwerk aus reformatorisch gesinnten Christen verschiedener Kirchen und Gemeinden. Sehen Sie einen Kommentar von Brian Chappell zu der Frage, warum Jesus der Mittelpunkt der Bibel ist. So viele Christen denken, dass sie Jesu Zuneigung erarbeiten müssten. Doch die Botschaft der Gnade, die sich in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite entfaltet, ist nicht, dass es einen bösen Gott im Alten und einen netten im Neuen Testament gibt. Die Botschaft ist eher, dass Jesu Ankunft vorbereitet wird und er durch die Gnade sein Volk rettet. Wenn wir verstehen, wie groß diese Gnade ist, die sich über die Zeit entfaltet, reagieren wir mit Dankbarkeit. Gottes Zuneigung nicht zu verdienen, sondern sie dankbar anzunehmen, das ist Freude.